Luki, haben schon gepackt alles. Es kann losgehen. Es kann losgehen? Mal sehen, wie spät es ist. Moment mal, die Uhr geht, glaube ich, falsch. Oh, die Sonne geht unter. Es ist dunkel. Was ist hier los? Und hey, da bist du ja wieder. Freut mich wirklich super duper, dass du dir eingeschaltet hast. Hallöchen. Vergiss auf jeden Fall nicht, jetzt schon mal den Kanal hier zu abonnieren und rechtzeitig auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Iki-Army wirst. Ganz genau. Und gib dem Video ja jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Das würde mich super duper freuen. Oh, ich bin gerade ein Geist, sehe ich gerade. Haha. Und Leute, wir wollten ja Luki besuchen und mit ihm zusammen zum Nordpol und Lukis Eltern finden, weil er vermisst die ganz dolle und die sind einfach verschwunden und die sind vermisst. Deswegen werden wir die jetzt suchen gehen. Die haben uns nämlich einen Brief hinterlassen. Habe ich den dabei? Ne, den Brief habe ich leider nicht dabei. Aber Leute, wenn ihr hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtet, genau wie diese anderen super coolen Kommentare hier, dann schreibt einfach ein liebes Kommentar, macht ein Iki oder ein Lix-Profilbild bei YouTube rein, macht einen coolen Vorschlag zu Lukis Eltern oder so und dann kann ich euch auch einblenden. Haha, ganz genau. So, aber es wird jetzt Zeit, dass ich jetzt erstmal ganz kurz hier die Sachen packe. Moment mal. Den Tiger, den mache ich mal hier irgendwo hier hin. So, hier passt der nirgends. Wo passt denn der Tiger hin? Der passt ja hier nirgends hin. Warum nicht? Mag der Tiger etwa kein Holz? Na gut, dann packe ich den einfach hier rein. So, nehme jetzt alles mit. So, der Brief von Lukis Eltern, der kann ja hier bleiben. Da stand drinne, dass die Eltern von Luki im Nordpol sind und da werden Luki und ich jetzt hinfahren und wir werden die jetzt suchen gehen. So, aber jetzt ziehe ich erstmal das hier an. So, zack, 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 zack. So, dann nehme ich noch schnell irgendwas zu trinken und zu essen mit. Ein Burger. Süßigkeiten können ja nicht schaden für unterwegs. Und einen Melonensaft und den trinke ich jetzt mal sofort. Oh, lecker Schmecker, Leute. Der ist super duper lecker gewesen. Schmeckt nach Melone, Minze. Und jetzt wird es Zeit, runterzugehen zu Luki. Mal sehen, ob er schon seine Sachen gepackt hat. Oh, und ich muss auch ganz schnell meine Gartenarbeit machen. Oh, die Tür war offen. Kann es sein, dass Luki hier war? Na gut, so. Ich muss die Gartenarbeit machen, sonst kommt Omi und macht Patsch, Patsch, Patsch auf mein Popo. Haha. So, und zack. So, und alles hier schön mitnehmen. So. Und das hier auch. So, super. Und die Melönchen noch. Und zack. Und zack. Und zack. Und die letzten noch. Super. Jetzt bringen wir das schnell alles rein. Ich würde sagen, eine Melone können wir sogar noch mitnehmen. Und vielleicht eine Karotte. Vielleicht kann man ja damit noch unterwegs was machen. So, weil das wird jetzt eine lange, harte Reise, Leute. Und schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Denn am Ende werden wir den Nordpol erkunden. Und das wird super duper cool, Leute. Also, bis zum Ende dranbleiben. So, und bitteschön, Ferdinand. Für dich gibt's ein paar süße kleine Karottchen. Und für dich heute Karotten. Nee, das sind Kartoffeln gewesen. Haha, so. Und zack. Und runtergehen. So. Und zack, 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 zack. Und wieder hoch. Und so, zack. Wow, ich hänge. So. Und zack. Und ich würde sagen, auf zu Luki, Leute. Das wird jetzt super duper cool. Wir gehen jetzt zu Luki und schauen, ob er bereit ist auf die Reise zum Nordpol. Und Moment mal. Eine Schlange. Luki hat mir erzählt, dass ihn Schlangen angegriffen haben. Oh, diese fiesen Schlangen. So, zack, 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 zack. Ihr doofen Schlangen, ihr greift uns nicht mehr an. Haha. So, und zack. Und zack. Und ha, ihr habt keine Chance. Oh, eklige Schlangeneier. Und ich bin noch vergiftet, Leute. Oh, Schlangen sind so eklig. So, jetzt laufen wir hier lang. Und laufen wir direkt zu Luki. Und dann fahren wir zum Nordpol. Ich bin so aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt? Am Ende des Videos kann man den Nordpol sehen. Also bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Das wird super cool. Moment mal. Da oben ist noch eine Schlange. Kann es sein, dass das die war, die Luki angegriffen hat? Die doofe, fiese Schlange. Der werden wir es heimzahlen. So. Na los, komm her, du fiese Schlange. Und zack. Und zack. Und haha. Und zack. Noch ein Hit. Und noch einer. Und noch einer. Du doofe Schlange. Und dein ekliges Ei kannst du behalten. Oh, ich bin vergiftet. So, es soll mal weggehen. So, super, es ist weg. So, jetzt gehen wir mal schnell zu Luki. Oh, oh. Omega-Agenten vor Lukis Haus. Das kann doch nur eins bedeuten, dass die von unserem Plan wissen, dass wir zum Nordpolen wollen. Oh nein, die wissen, dass wir zum Nordpol wollen. Und die sind jetzt überall hier und wollen uns den Weg versperren. Okay, ich werde jetzt Luki schnell holen. So, ihr Fieslinge. Und zack. Haha. Ich bin Iki und ich werde Luki befreien.
Wir werden zum Nordpol gehen. So und zack. So und zack. Und besiegt. Juhu. So Leute, los geht's. So, und jetzt gehen wir mal ganz schnell hoch. Und zack. Luki, ich bin da. Wow, Nomik-Agent in Lukis Haus. Ah, Hilfe. Uah, geht weg, ihr Fieslinge. Wow, Hilfe, Hilfe. Luki, bist du da? Oh, schnell die Tür abschließen. Wow, Leute, das sind Omega-Agenten. Gebt dem Video dringend einen Daumen nach oben, damit wir jetzt draußen die Omega-Agenten platt machen. So, und... Ah, da seid ihr ja. Lauft nicht weg. Ich bin noch hier. Und zack. Haha. So, lasst Luki in Ruhe und mich auch. Und zack. Und zack. Und so, ich besiege euch. Juhu, wir haben sie besiegt. So, und tap. Und tap. Luki, bist du da? Luki. Luki, da bist du ja in Sicherheit. Oh, da sind Omega-Agenten in deinem Haus gewesen. Das war ja super duper spannend. Iki, hallo. Luki, haben Angst. Omega vor Haustür sein. Nein, Luki, ich hab dir jetzt alle besiegt. So, Luki, pack mal schnell deine Sachen ein. Ich gehe ganz schnell zu Recep und dann werden wir zum Nordpol reisen. Okay, Luki. Bis dann, ja? Okay, Iki. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss, Luki. So. Und wir gehen jetzt schnell zu Recep und fragen ihn, wann die Fähre losfährt. Denn das ist ganz wichtig. Wir wollen ja zum Nordpol. Und zack. Und so. Und auf geht's zu Recep. La 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 la. Oh, Nomik-Agent. Nein, du hältst mich nicht auf. Ich werde zum Nordpol reisen. So. Zack, haha, besiegt. Leute, ich will unbedingt wissen, wie der Nordpol aussieht. Das wird so cool und so spannend. Yay. So, und hack und zack und hepp. So, hallo, ich werde zum Nordpol reisen. Ich bin super duper aufgeregt. Wow, Moment mal. Bist du auch aus dem Nordpol? Leute, ein Pinguin mit Schal greift mich an. Oh, was willst du denn? Hallo, Kleiner. Und zack. Und zack. Und haha, du bist so niedlich mit deinem Schälchen. Leute, der sieht so süß aus. Schaut ihn euch mal an. So, und zack. Und haha, ich besiege dich. So, wie ist es denn im Nordpol? Kalt? Brauche ich einen Schal? Oh Gott, Leute, ich muss mir dringend einen Schal besorgen oder so. Obwohl, ich bin ja eh ein Geist. So, und zack. Und zack. Und besiegt. Juhu, wir haben den Pinguin mit Schal besiegt. Der hat aber nichts gedroppt, oder? Nee, gar nichts. Na gut, so. Dann gehe ich mich mal ganz schnell von Licks verabschieden, weil wir werden ja zum Nordpol reisen. Das wird super duper cool. So, wir schauen mal ganz schnell zu Licks. So, sind die hier irgendwo? Omega-Agenten! Auch hier sind die! Oh Gott, diese Fieslinge! Okay, so, wir werden die jetzt ganz schnell besiegen. So, ihr Fieslinge, so zack und zack. Und wir wollen zum Nordpol und ihr könnt uns nicht aufhalten. So, uah! Oh Gott, Leute, diese fiesen Omega-Agenten! Und zack und zack. Und den ersten haben wir schon, den zweiten auch. Und haha! So, super duper! Wir haben sie besiegt, Leute! So, und jetzt gehen wir hier zu Lix. Lix, ich wollte mich verabschieden. Klopf, klopf, klopf. Lix, bist du da? Hm, der scheint wohl nicht zu Hause zu sein. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal zu Recep und fragen, wann die Fähre losfährt. Oh, Leute, ich bin so aufgeregt. Endlich geht's auf zum Nordpol. Juhu! So. Und hepp. Und zack. So. So. Tschüss, Leute. Wir werden heute zum Nordpol reisen. Tschüss. Tschüssi. So. Recep, Recep. Es geht auf zum Nordpol. Wow. Und so. Recep. Recep. Und zack. Recep, wo bist du? Wo ist Recep, Leute? Wow. Der ist ja hinter mir. Hey, Recep. Fährt jetzt die Fähre zum Nordpol? Ja? Okay, danke, Recep. Ich muss dann dringend los. Oh Gott, Leute. Wir laufen jetzt schnell zu Luki. Und dann werden wir ganz schnell mit der Fähre fahren zum Nordpol, bevor die Sonne aufgeht. Denn dann... oh Gott, vielleicht sind wir sogar zu spät dran. Luki, beeil dich. Wir müssen schnell zur Fähre. Und hepp. Und hepp. Hepp. Und Luki, schnell, pack deine Sachen. Wir müssen zur Fähre. Die fährt gleich ab. Und hepp. Und hepp. Und so. Und zack. Und zack. Und zack. So. Luki, mein kleiner Süßer. Und hallo. Bist du da? Komm, beeil dich. Wir müssen jetzt dringend zur Fähre. Luki. Schnell, pack deine Sachen. So.
Und? So, Lucky, da bist du ja! So, beeil dich, pack deine Sachen, wir müssen zur Fähre! Oh, Lucky, haben schon gepackt alles. Es kann losgehen! Es kann losgehen? Super, Leute, habt ihr gehört? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es auf dem Nordpol aussieht, dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und drückt rechts hinten auf die Glocke. Das würde mich super duper freuen, Leute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, da werden wir dann mit der Fähre zum Nordpol fahren. Das wird so cool, Leute. Bis dahin, tschüssi.